Hallo und herzlich willkommen zu Games TV24 Daily. Wenn ihr uns sehen könnt, dann habt ihr nicht ungeschützt in die Sonne geguckt, beziehungsweise die Sonnenfinsternis. Finster ist es auch derzeit zwischen Konami und Kojima, kann man das so sagen? Zumindest wenn man Gerüchte glaubt. Ja, heute Nacht gab es ja ein bisschen Wirbel rund um Hideo Kojima, bekanntermaßen ja das Mastermind hinter überhaupt der Metal Gear Solid-Reihe, vor allem primär. Dessen Name, also sein Name, weil die Metal Gear Solid-Spiele ja laufen ja immer unter Hideo Kojima Game und auch Kojima Productions, die Produktionsfirma wird ja immer relativ prominent geführt, auf diversen Werbebildern zu Ground Zero und Phantom Pain seit einigen Stunden oder seit ein paar Tagen nicht mehr, komischerweise. Haben sich die Fans natürlich ein bisschen gewundert, was ist denn da zum Henker los? Ja. Auch das Studio Kojima Productions Los Angeles läuft jetzt unter einem anderen Namen rein. Nämlich Konami Los Angeles. Also da hat es wohl hinter den Kulissen gekracht zwischen Konami und der Führungsriege von Kojima Productions. Heißt es zumindest. Und der Hintergrund ist, Kojima und Co. würden derzeit eher wie Subunternehmer arbeiten und wollen sich Ende des Jahres angeblich ganz abspalten. Also da ist angeblich, wir müssen immer sagen angeblich, weil das sind natürlich alles Gerüchte, denn es gibt eigentlich noch keine Bestätigung dafür. Angeblich gibt es da wohl keine exklusive Zusammenarbeit mehr. Ja, also Ende des Jahres sollen wohl die Verträge sowieso auslaufen, was, wie gesagt, diesen Insiderberichten zufolge Kojima und sein Team dann zum Anlass nehmen wollen, das dann mal ganz sein zu lassen mit Konami, die wohl auch ihre Firmenstrategie sowieso ein bisschen umstellen wollen. Es gibt ein Statement von Konami zu der ganzen Sache, aber das ist ungefähr so schwammig und vage und nichtssagend, wie man das so kennt von solchen Statements. Richtig. Da heißt es nämlich, Konami Digital, dazu gehört auch der Herr Kojima, arbeiten weiterhin an Metal Gear. Richtig. Ja, okay. Erklärt natürlich nicht die Frage, die gerade allen unter den Nägeln brennt, nämlich was ist denn, wenn Phantom Pain mal da ist? Vor allem, weil er ja eigentlich auch bei Silent Hills mitarbeiten soll. Richtig. Das ist, glaube ich, gerade so die größte Unbekannte. Metal Gear ohne ihn, er hat ja ohnehin gesagt, dass Phantom Pain sein soll letztes Schluss sein. Ist. Das hat er jetzt nicht zum ersten Mal gesagt bei Metal Gear, aber insofern, darauf hätte man sich jetzt vielleicht sowieso einstellen müssen. Aber was ist denn mit Silent Hills? Man weiß es nicht, weil, wie gesagt, konkrete, offiziell bestätigte Aussagen gibt es zumindest, wo wir jetzt gerade diese Sendung aufnehmen, noch nicht. Noch nicht. Das kann sich natürlich noch ändern. Wenn es das tut, dann werden wir euch dann natürlich sofort von unterrichten. Ja, keine guten Zeichen, Nachrichten aus L.A. Wie sieht es aber denn mit Nachrichten aus Island aus? Sehr gut, da findet da gerade das EVE Online Fanfest statt. Das ist ja einmal im Jahr, dieses Jahr just zur Sonnenfinsternis abgetimt. Und dem einen oder anderen sagt ja vielleicht EVE Valkyrie was. Das war ja diese Tech-Demo, die bei CCP entstanden ist, um zu zeigen, hey, wir könnten so coole Sachen, kann man mit Weltall spielen, mit Virtual Reality machen. Aber es war halt eigentlich auch nur eine Tech-Demo. Allerdings jetzt nicht mehr. Hat die so vielen Leuten so gut gefallen, dass man sich bei CCP gedacht hat, Moment mal. Genau. Dann machen wir da doch einfach ein Spiel draus. Zu der Geschichte ist ein Trailer erschienen, den wir euch auch jetzt mal zeigen, zumindest Ausschnitte davon, und der auch wirklich sehr, sehr gut aussieht. Also es gibt auch ein paar Infos zum Spiel. Im Fokus stehen Dogfights im Weltall. Also man kann sich da gegenseitig beharken. Und zwar soll das Ganze in Teams ausgetragen werden. Ja, 8 gegen 8, also der Multiplayer-Modus, klar im Fokus, soll aber durchaus ein bisschen taktische Tiefe bekommen, dadurch, dass es so ein Fortschrittssystem gibt. Genau. Man levelt halt auf, es gibt unterschiedliche Schiffe, die man wieder verschieden ausrüsten kann, also ein bisschen spielerische Tiefe soll schon drin sein. Und es soll auch, das haben die Entwickler selber sogar mit Titanfall verglichen, so eine kleine Kampagne geben, die halt so ein bisschen ins Spiel einführt. Das können jetzt halt alle Besucher auf dem Fanfest derzeit ausprobieren. Und die scheinen ja recht begeistert zu sein. Alle Berichte, die ich so gelesen habe, genau, da waren die Leute völlig weggeblasen. Hey, VR, das funktioniert tatsächlich, wenn der Entwickler sich da mal richtig reinkniet. Ja. Weil man wartet ja auch immer noch auf so richtig große Spiele, die konkret für VR ausgelegt sind. Vielleicht ist das jetzt EVE Valkyrie. Von Computec hat auch der Sandro Odak einen Vor-Ort-Bericht geschrieben. Den kann man sich jetzt verlinken. Angucken. Genau. Könnt ihr eintippen mit eurem Browser und euch dann anschauen. Das Ganze, ich weiß gar nicht, ob du es gerade schon gesagt hast, erscheint für PC und für PS4, also auch für die Project Morpheus natürlich. Logischerweise PC, entsprechend Oculus Rift. Und ja, wer sich für die Pre-Alpha anmelden kann, wie gesagt, auf die Webseite gehen. Ja, auf der offiziellen Webseite kann man sich für die Testphase anmelden, wenn man möchte. Weiter geht's mit Evolve und dem ersten Inhalts-DLC. Der erscheint am 31. März und bringt ein paar neue Charaktere mit. Ja, Evolve und DLCs. Erinnern wir uns noch alle? Ja.
www.dramabutton.com kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Ja. Jetzt kommt halt der berühmte DLC, der ja vor dem Release schon angeteasert war. Richtig. Da ist einmal das neue Monster drin, dieser Behemoth, der ja aber schon relativ gut vorgestellt war. Was jetzt neu ist, sind Informationen zu den Jägern. Da gibt es nämlich einmal den Towald, einen Assault-Charakter, der vor allem mit Flächenschaden um sich wirft. Also der hatte Mörsergranaten und Schrapnellgranaten und was nicht alles. Holy. Kann damit relativ gut den Gegnern zu Leibe rücken. Den Charakter, den ich am coolsten finde, ist der neue Trapper. Der heißt Crow und hat tatsächlich, die Entwickler nennen es Flederrochen, aber es erinnert schon sehr an eine Fledermaus vielleicht, mit um halt dem Monster nachzuspüren. Den Roch, ja, ein bisschen. Ja. Den kann man dann halt losschicken, dass er ein bisschen auskundschaftet und dadurch deckt er dann für die Jäger Gegner und natürlich auch das Monster auf. Genau, dann gibt es noch einen Medic-Charakter, nämlich Slim. Das ist ein Hybrid aus Insekt und Mensch und der sorgt mit dem, Achtung, Igelgewehr, Energie vom Monster ab, um seinen Heilungsstoß aufzuladen und der hat dann entsprechend größere Reichweite als die der anderen Medics und der anderen Charaktere. Und außerdem hat er noch eine Heilungsdrohne dabei. Das ist ja auch immer sehr praktisch. Und dann gibt es noch einen Support-Charakter namens Sunny. Und die schützt Jäger mit Schilddrohnen und hilft ihnen mit Jetpack-Verstärkern. Also ein schönes neues Team. Und dann natürlich noch der, das Monster. Das Monster, nämlich der Behemoth. Ihr wisst schon, das Riesenviech. Das größte Monster. Das größte Monster überhaupt und von den großen Monstern kommen wir jetzt noch zu den kleinen News. Ja, ein paar kleine haben wir noch vorbereitet. Unter anderem gibt es gute Nachrichten für alle, die gerne einige LucasArts-Klassiker mal wieder oder überhaupt mal spielen Richtig, wollen. Richtig, es lohnt sich. Bei GOG.com so J-O-J. Sind nämlich 6 neue LucasArts-Spiele aufgeschlagen. Es ist dabei Outlaws, ein Western-Shooter, Zack McCracken ist dabei, Monkey Island 2, The Dake, eins der unbekannteren LucasArts-Spiele. Aber gut. Ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ist auch ein bisschen ernster so, als die ja doch recht humorvollen Spiele. Und damals hat Steven Spielberg seine Finger da drin gehabt, denn eigentlich soll das Ganze ja ein Film werden. Und dann natürlich noch auch eins der unbekannteren LucasArts-Adventure, nämlich Loom, wo man ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Da spielt man nämlich ja eine Art Weltenweberknecht. Ja. Und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es ist auch sehr musikalisch. Sollte man alle mal gespielt haben. Ja, alles durchweg schöne Spiele. Also der LucasArts-Katalog auf GOG.com wächst. Wer da Interesse hat, die 6 Spiele gibt es da ab jetzt auch. Und für Cities Skylines, nach wie vor ein Dauerbrenner-Thema, gab es jetzt den ersten Patch, der ja schon länger angekündigt war von Entwicklern und von Publisher Paradox. Behebt natürlich vor allem diverse Bugfixes. Da einfach mal in die Patch-Notes gucken, was alles dabei ist. Die beiden, glaube ich, spannendsten Neuerungen sind sehr, sehr schöne Neuerungen auch. Zum einen gab es was nicht so wirklich ein Bug war, aber ein Balancing-Problem, dass sobald man Parks gebaut hat, der Bedarf an Gewerbe auf einmal drastisch nach unten ging. Das wurde jetzt abgeschwächt. Also Parks haben nicht mehr so einen krassen Einfluss auf Gewerbe. Ja. Und eine Änderung, für die ich den Entwickler unendlich dankbar bin. Die Straßen. Dafür gab es schon eine Mod, aber ist natürlich schöner, wenn es im regulären Spiel drin ist. Man kann jetzt bei den Straßen Upgrades zwischen quasi allen Straßentypen wechseln. Also auch von Straßen, die in beide Richtungen befahrbar sind, kann man eine Einbahnstraße machen, hin oder her. Also da gibt es keine Einschränkung mehr. Und man kann mit der rechten Maustaste bei einer Straße, die nur in eine Richtung führt, die Richtung ändern. Das ist ganz hervorragend und man kann dann auch auf größere Umbauarbeiten, die verzichten. Verzeihung, die natürlich ein bisschen nervig sind. Ne? Ja, eine sehr schöne Erinnerung. Ein guter Patch. Zuletzt geht es noch um Star Wars Battlefront und wir haben ja schon ein bisschen gemutmaßt. Am 16. und 19. April findet ja die Star Wars Convention in Anaheim statt, in Kalifornien. Ja, wo ja kürzlich EA auf einmal als Aussteller mit auftauchte. Und hier an dieser Stelle habt ihr es zuerst gehört, wir sind davon ausgegangen, dass da auch Star Wars Battlefront gezeigt wird. Und so ist es auch. Ist bestätigt worden. Ja, EA hat es offiziell bestätigt. Im Rahmen der Star Wars Celebration wird Battlefront zum ersten Mal öffentlich vorgestellt oder zum ersten Mal so richtig vorgestellt. Ja. Bisher gab es ja nur den Teaser-Trailer, der vom eigentlichen Spiel auch nicht so richtig viel gezeigt hat. Aber uns Hoffnung gemacht hat auf ein sehr, sehr schönes Spiel im Star Wars-Universum. Und wir haben auch Hoffnung auf ein sehr, sehr schönes Wochenende. Auch für euch. Wir sehen uns wieder, wenn ihr denn mögt, am Sonntag exklusiv in GamesTV 24 in der App, die es kostenlos gibt für Android und iOS, zu dem Wochen-News-Überblick. Ansonsten sehen wir beide uns wieder, beziehungsweise wir beide sehen uns wieder und ihr seht uns ihr beide seht wieder. Uns, hoffentlich. Sozusagen, genau, am Montag. In alter Frische. Bekannter Stelle. An bekannter Stelle in alter Frische. So. Bis Montag. Auf Wiedersehen. Tschüss.